Jetzt hast du ja vorhin diesen poetischen Charakter von Genesis 1 angesprochen. Auch die Schöpfungspsalmen gibt es ja eben, Psalm 104 hast du erwähnt, wo ja der Lobpreis des Schöpfers eigentlich im Vordergrund steht. Und wir haben ja speziell im Religionsunterricht dann immer in den Lehrplänen drin stehen, die Kinder und Jugendlichen sollen die Wunder der Schöpfung entdecken. Und jetzt muss ich einfach eine kleine Anekdote erzählen aus dem Schulpraktikum. Es war 8. Klasse Mittelschule. Die Studentin hat den Unterricht gehalten mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler sollen die Wunder der Schöpfung entdecken. Und sie hat sich dazu einen Videofilm mitgebracht, der ganz schön anfing. Wirklich die Wunder der Schöpfung gezeigt, schöne Landschaften, schöne Tierwelten. Und dann kam es aber zur ersten Fressszene, ja, wo so ein Löwenrudel dann ein Elefantenjunges gecatcht haben und das zerrissen haben. Und es kam noch mehrere solche Fressszenen, bis hin zu einem Walross, das dann so ein Seehund dann in Stücke zerrissen hat, ja, dass das Blut gespritzt hat. Und die Kinder, die Jugendlichen saßen drin, die Mädchen haben schon zu kreischen angefangen und haben sich die Augen zugehalten. Und die Lehrerin, also die Studentin, hat gemerkt, es klappt irgendwie nicht so ganz, ne? Hat den Film abgebrochen, aber hat sich dann hingestellt und hat gesagt, so, jetzt wollen wir mal darüber sprechen, welche Wunder der Schöpfung ihr wahrgenommen habt. Und da ist natürlich klar, ja, also da funktioniert es auch irgendwie nicht mit mit diesem relativ naiven Schöpfungsglauben. Was machen wir denn mit dieser Tatsache, dass Schöpfung manchmal auch so grausam und so eigentlich gar nicht wunderbar ist? Ja, müssen wir verschiedene Dinge wieder anschauen. Ich bin gerade in Versuchung zu sagen, wir waren bei Genesis 1 und 2. Es geht dann mit Genesis 3 weiter. Die Welt von Genesis 1 ist nicht unsere, laut biblischem Zeugnis. Die Bibel weiß genau um diese Seite. Und wir sollen auch nicht so tun, als wären die Leute früher naiv gewesen und hätten das nicht gemerkt. Ja? Paul Gerhardt und seine wunderbaren Schöpfungslieder. Er hätte und hatte genug Anlass zur Klage. Also es ist ja sozusagen erst unser Sonnenscheinblick, der diese Diskrepanz aufmacht, die für Menschen immer schon selbstverständlich war. Nur, was mir auffällt, ist, wir sind es gewöhnt, das Gelingende, das Schöne, das Gute für selbstverständlich zu halten und bei der Störung aufmerksam zu werden. Ja? Aber man redet dann so oft von dem, das ist aber dann auch wiederum etwas, was sehr für unsere Kultur spezifisch ist, das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden oder das von Darwin nie behauptete Gesetz des Stärkeren und Ähnlichem. Denn Survival of the Fittest heißt ja eigentlich auch gerade dieses, man kann auf sehr unterschiedliche Art fit sein. Dass man nämlich auch sagen muss, auch selbst in einem biologischen Sinne ist Evolution nicht zuerst Selektion, sondern es muss zuerst mal etwas da sein, was selegiert wird. Es muss einen Überschuss an Leben geben, damit so etwas wie Selektionsmechanismen überhaupt erst in Gang kommen können. Worauf also schauen wir? Wir wissen aus der theologischen Tradition, aus unserer Tradition unseres Glaubens, um die Wirklichkeit des Bösen, des Verderblichen und so weiter. Wir gehen Was in nicht nur unser. den Menschen betrifft, sondern die Schöpfung So ist insgesamt. es. So ist es. Und wir gehen auch tatsächlich hier darüber weiter. Für eine rein biologische Perspektive ist das die Szene, die du gemeint hast, auch selber Ausdruck des Wunders der Evolution, die sich nämlich gerade dadurch weiterführt. Ja? Na, die armen Löwenkinder würden ja sonst verhungern. So, also. Diese Perspektive ist immer ambivalent, weil unsere Welt das ist. Unser biblischer Glaube geht aber ein Stück weiter. Der ist da in gewisser Weise kindlich und naiv. Insofern nämlich unser biblischer Glaube am Ende sich den neuen Himmel und die neue Erde nicht anders vorstellen kann, dass da Wolf und Schaf beieinander wohnen. Da geht er drüber hinaus.
Aber gerade das hält ja fest, dass die Welt jedenfalls nach biblischer Überzeugung nicht so ist, wie sie vom Schöpfer gewollt wäre. Und interessanterweise dann eben zu dieser Hoffnungsperspektive auch die Tiere dazugehören und das Fressen und Gefressenwerden offensichtlich überwunden ist. Ja, also wenn man schon bei Genesis 1 ist, da ist das die Nahrung aller Tiere, das Gras und die Samen. Und der Mensch lebt nach Genesis 1 auch vegetarisch. Das weiß die Schrift, das ist nicht so und in vielen Kulturen geht das auch nicht. Das ist dann in den späteren Kapiteln der Genesis anders. Aber daran sehen wir eben, das, was wir die Schöpfung Gottes nennen, dürfen wir nicht einfach wechseln mit dem, was Natur heißt. Daraus können wir jetzt, wenn wir sozusagen an den Anfang gehen, tatsächlich überschießende ethische Perspektiven auch ableiten. Daraus können wir jetzt auch vorgehen zu sagen, da ist eine Vorstellung vom Menschsein im Blick, die vielleicht durchaus auch für Nichtglaubende attraktiv sein kann. Wir können das nicht mit dem Willen des Schöpfers begründen für Nichtglaubende, weil das ja kein gültiges Argument wäre. Aber wir können sagen, guck mal, es ist ein anderes Leben möglich. Es ist ein Leben möglich, das in diesen, ja, aus diesem, was in gewisser Weise als Einschränkung wahrgenommen wird, auch einen Gewinn sieht, Möglichkeiten sieht, Perspektiven sieht. Ja? Ich greife mir in unseren Tagen manchmal wirklich an den Kopf, dass wir jetzt von der Energiekrise reden, als ob wir nicht aus Klimagründen schon seit Dutzenden von Jahren wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Plötzlich müssen wir es. Warum können wir das Sinnvolle nicht einfach mal vorher tun, bevor wir es müssen? Und da Perspektiven des Menschseins und des Lebens zu entwickeln, glaube ich, da steckt wirklich ein Überschuss drin, den wir auch aus unseren Glaubenstraditionen aktivieren können. Von daher hast du ja jetzt im Grunde auch mit der Schöpfungstheologie die Eschatologie verbunden, was mich zu der Frage führt, reicht Schöpfungsglaube, reicht Schöpfungstheologie aus, um eine Umweltethik, eine christliche Umweltethik zu begründen? Oder müsste es da wirklich nicht noch andere weiterreichende theologische Perspektiven geben? Also ich bin ja Dogmatiker von Beruf. Und in der dogmatischen Tradition gehört zum Schöpfungsglauben immer dreierlei. Die Schöpfung am Anfang, auf die sich unsere ganze Debatte meistens leider fixiert. Viel wichtiger in der Tradition und auch für uns, das, was wir Creatio Continua nennen, also das ständige Fortgehen der Schöpfung, das, was wir auch als Schöpfung Tag für Tag erfahren können mit den Augen des Glaubens und jene neue Schöpfung. Kurz, Schöpfungsglauben heißt dogmatisch auch schon einen viel größeren Umgriff als ein einfach sozusagen am Anfang und was will der das gemacht hat. Das Zweite ist, wenn die Leute bei mir in der Dogmatik auch eins lernen, ist, dass man eigentlich ziemlich egal, welches theologische Thema man anfängt, man sehr schnell alle in der Hand hat. Wenn wir von Schöpfung reden, müssen wir auch von Erlösung und Versöhnung reden. Wenn wir von Schöpfung, von Schuld, ne, wie du es ja vorhin schon genau, angesprochen hast, von Sünde, so ist es, reden wir vom Riss in der Schöpfung. Und natürlich ist für uns in der christlichen Theologie tatsächlich von der Mitte, also dem Christusgeschehen aus, auch das zu beleuchten, was wir Schöpfung nennen. Insofern haben wir beim Thema Schöpfung auch sämtliche theologischen Themen aufgerufen.